Handgemenge vor dem WM-Stadion in Doha. Am Rande des Vorrundenspiels der Fußballnationalmannschaften der USA und des Irans in Katar kochen die Emotionen hoch. Hier attackieren iranische Fans eine Frau, die gegen die Niederschlagung der Proteste im Iran protestiert. Auf ihrem T-Shirt steht Frauen, Leben, Freiheit. Die Angreifer nehmen der Frau das Handy weg und schubsen sie herum. Katarische Ordner greifen schließlich ein und lösen das Handgemenge auf. Doch nicht nur die seit Wochen andauernden Proteste im Iran sorgen für Spannungen am Rande des Spiels. Schließlich ist das Duell mit dem Erzfeind USA per se politisch. Diese Menschen fiebern in der iranischen Hauptstadt Teheran mit und sind umso enttäuschter nach der 0:1 Niederlage. Ich bin so traurig, dass der Iran die USA nicht schlagen konnte. Aber ich bin trotzdem stolz auf unser Team und die Spieler. Sie haben ihr Bestes gegeben. Wir sind nicht sauer auf sie. In dieser Kneipe in der US-Metropole Los Angeles haben sich Fans beider Mannschaften eingefunden, um das Spiel zu sehen. Wenn ich mir die Situation im Iran ansehe, dann bin ich hin und her gerissen, wen ich unterstützen soll. Ich bin in jedem Fall ganz zufrieden. Nach der Niederlage gegen die USA ist die iranische Mannschaft nun ausgeschieden. Das US-Team trifft am Samstag auf die Niederlande.